Das Marigold Hotel ist nun seit 8 Monaten ordnungsgemäß in Betrieb. Die Leute kommen und gehen, aber es gibt einen Kern von Stammgästen aus der Anfangszeit, die Sunny zum Appell antreten lässt. Jeden Morgen. Eine wertvolle Vorsichtsmaßnahme, um sicherzugehen, dass nachts niemand entschlafen ist. Mrs. Evelyn Greenslade? Hier. Douglas Hensley? Ja, ich bin hier. Mrs. March Hardcastle? Hier. Norman Cousins und Miss Carol Park? Beide hier. Mrs. Muriel Donnelly? Was von mir übrig ist. Ladies und Gentlemen, dies ist der großartige Guy Chambers. Grundgütige Haberbahn mit meinen Eierstöcken. Zum ersten Mal in Indien? Ja, bis jetzt war das immer nur ein Traum. Sonst noch Träume, bei denen ich helfen könnte? Sie sollten sie heiraten. Das würde ich gern. Manchmal kommt es mir so vor, als legen unsere Wünsche und unsere Ängste nur einen Wimpernschlag auseinander. Entschuldigung, haben Sie mit mir gesprochen? Warum erzähle ich Ihnen überhaupt etwas? Ich bin älter und weiser. 19 Tage älter. Das ist immerhin die gesamte Lebenszeit einer Wespe. Ich konnte der Gelegenheit nicht widerstehen, die alten verfallenden Ruinen noch mal zu besuchen. Und das Hotel wollte ich auch noch mal sehen.